Ja, jetzt sind wir hier also an der Aussichtsplattform. Da unten ist noch mal so ein kleiner Garten. Und da ist also jetzt Prag. Ach, und das dort ist diese berühmte Brücke, da wo die vielen Fußgänger zu sehen sind. Und das ist hier die Altstadt von Prag. Und da hinten stehen natürlich die modernen Hochhäuser. Und dort geht es auch noch weiter. Und ich will jetzt noch mal hier lang gehen, da ist auch noch mal ein Garten von der Burg. Und dann wollen wir mal schauen, da muss ja irgendwo ein Zugang zum Turm sein. Ich wollte noch irgendwo zum Turm rauf. Jetzt will ich hier noch mal schauen. Die Seite hier. Da ist also die Burg nochmal. Ich wundere mich gerade, hier ist der Ausgang. Wir haben vor oben Ticket bezahlt und hier kommen die Leute rein ohne Ticket oder wie? Verstehe ich jetzt nicht, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir erstmal dahin, da schauen wir nochmal den Garten an. Die südlichen Gärten heißt das hier, South Garden. Ja, hier ist auch alles Mögliche verboten, so wie die Schilder hier sehen. Man darf also nicht fahren mit irgendwas, egal ob Rollschuhe oder Skateboard oder was. Man darf wohl mal nicht ins Gras gehen. Ja. Und mit dem Hund darf man hier auch nicht langlaufen. Gut, betrifft mich jetzt nicht, weil ich ja keinen Hund dabei habe. Wobei ich natürlich jetzt schon gern mich da mal ins Gras setzen würde, aber okay. Und da drüben, was ist wohl das für ein Gebäude da mit der Kuppel da? Ich weiß nicht, was das da darstellen soll. Na, und das ist schon wieder eine geschlossene Tür, wo man nicht rauskommt. Ja, und dort ist diese berühmte Brücke, die Wenzelsbrücke. Und da hinten diese modernen Hochhäuser. Guck, das kenne ich auch nicht von Prag. Das eine sieht so aus wie ein V. Und hier das andere wird wohl irgendein Fernsehfunkturm sein oder was. Ja, und jetzt schauen wir hier mal die Burg von der Seite an. Da oben scheint ein Restaurant drin zu sein. Ja, und eines dieser Gebäude, das ist die aktuelle Residenz vom tschechischen Präsidenten, also von der anderen Seite habe ich gelesen, da stand es an der Tür dran. Ich nehme an, dass es das hier in der Mitte ist. Sicher kann ich es jetzt von dieser Seite aus nicht sagen. So, schauen wir nochmal einen Blick über Prag.
Meine Großmutter mütterlicherseits, die kommt ja aus der Tschechei, aus Cheb, um genau zu sein. Also das ist noch ein Stück weg hier von Prag. Aber da fahre ich auch mal hin und mache ein Video. Und dort, das scheint auch ein Funkturm zu sein. Stahlkonstruktion, so wie der Eiffelturm. Ja, ja, und so wie das hier. Ich nehme an, dass das Gebäude, die Präsidentenresidenz ist. Ach, und dort drüben, das muss die britische Botschaft sein, weil dort die britische Flagge hängt. Ich glaube, wir sind hier in der Hauptstadt. Da gibt es natürlich auch Botschaften. Oh, das sind große Blumentöpfe. Wie ist denn der Baum da gewachsen? Guck das an. So und dann wieder hoch. Ja, da ist die Kapelle, ja, und dann ist das die. Ah, das ist schön hier alles. Und wenn ich nicht dazwischen quacke, dann hört man hier sogar die Vögel. Ja, damit schließe ich jetzt erstmal wieder den Video. Natürlich will ich mich noch ein bisschen hier in den Garten setzen. Also dann, ein schöner Tag und tschüss.